Bloody Mary Garnele Neocaridina Davidi. Die Bloody Mary Garnele gehört zur Art Neocaridina Davidi. Sie zeichnet sich durch eine besonders intensive, deckende, weinrote Färbung und oft auch durch ein recht kurzes Rostrum aus. Die auch als Red Wine Sakura Garnelen bezeichnete neue Farbmorphe wurde erstmals in Taiwan aus den Schoko-Sakuras herausgezüchtet. Diese Farbform kommt so in der Natur nicht vor. Die Weibchen erreichen eine Größe von bis zu 3 cm, die Männchen bleiben etwas kleiner. Sie ist für Anfänger gut geeignet und kann sowohl in hartem als auch im weichen Wasser gehalten werden. Die Bloody Mary ist wie alle Arten und Farbformen der Gattung Neocaridina nicht besonders anspruchsvoll, was die Wasserwerte anbelangt. Sie ist sehr anpassungsfähig und fühlt sich in vielen unterschiedlichen Umgebungen wohl. Grundsätzlich bieten jedoch schön bepflanzte Aquarien einen guten Lebensraum für die Tiere, weil sie so viele Oberflächen zum Abgrasen vorfinden und sich dort auch besser verstecken können. Besonders für die Jungtiere der Bloody Mary Garnele ist das wichtig. Als Allesfresser sind Bloody Mary Garnelen gute Resteverwerter. Sie sind beim Futter nicht sonderlich wählerisch. Dennoch ist es wichtig, die Tiere abwechslungsreich zu ernähren und ihnen zweimal pro Woche ein geeignetes Proteinfutter zu geben. Ansonsten fressen sie sehr gern pflanzliche Kost und auch eher proteinarmes Garnelenhauptfutter. Braunes Herbstlaub sollte immer im wirbellosen Aquarium vorhanden sein und ist daher auch in einem Becken mit Bloody Mary Garnelen sehr zu empfehlen. Wie alle Neocaridina sind auch Bloody Mary Garnelen friedliche Gruppentiere, die sich gut mit anderen Wasserbewohnern wie Fischen, Krebsen, Süßwasserkrabben, Schnecken und Muscheln vergesellschaften lassen, vorausgesetzt, diese sind friedlich und nicht zu hektisch. Auch mit anderen Zwerggarnelen kann man sie in einem Aquarium halten, vorausgesetzt, die Tiere brauchen ähnliche Wasserwerte. Bloody Mary Garnelen können sich mit anderen Farbformen der Gattung Neocaridina vermischen, was zu nicht mehr erbfestem Nachwuchs führt. Unsere Kreuzungstabelle bietet einen guten Überblick. Diese finden Sie auf www.garnelio.de. Bloody Marys vermehren sich sehr gut, wenn ihnen ihre Umgebung gefällt. Die Weibchen tragen 3 bis 4 Wochen lang 20 bis 40 Eier unter ihrem Hinterleib. Nach dieser Zeit schlüpfen vollständig entwickelte Jungtiere. Unter Umständen sind im Nachwuchs schwächer gefärbte oder andersfarbige Tiere. Die sollte man separieren, um seinen Stamm von Bloody Mary Garnelen erbfest und farbrein zu erhalten. Wir können diese Tiere ab einer Aquariumgröße von 20 Litern gut empfehlen. Ihre Alterserwartung liegt zwischen 18 und 24 Monaten. Weitere Informationen über Wirbellose oder Zubehör finden Sie auf www.garnelio.de.